Wenn das jetzt auch noch so schmeckt, wie es aussieht. Dann? Food Porn. Wir haben heute ein kleines Weihnachtsspezial mit einem Gast, den ich glaube ich gar nicht mehr vorstellen brauche. Ihr wisst, wer es ist. Wir freuen uns, dass sie hier ist. Und sie hat sich was Spezielles gewünscht, nämlich ein Steak. Ja. So sieht's aus. Also, wir haben das Steak schon vorbereitet. Ja. Ihr habt da schon mal ganz viel Genau, wir haben schon mal vorbereitet. ganz viel vorbereitet. Das sieht nach einem Steak-Sandwich aus. Oh mein Gott. Wir machen super leckeres Steak-Sandwich heute oder als Variante haben wir noch ein Steak-Wrap sonst im Angebot. Okay. Wir haben Frischkäse da, wir haben leckeres Guacamole-Avocado-Mousse gemacht. Ja, den Link, glaube ich, gibt es auch probier schon mal irgendwo. Alles. Kannst du schon mal überall probieren. Bisschen Paprika-Gurke, Gurke haben wir da, ein bisschen Radicchio, Tomate. Hier haben wir ein super leckeres Rumpsteak, haben wir Das schon ein kannst du vielleicht nochmal mit der bisschen anderen Kamera vorbereitet, zeigen. genau. Ja, Hier haben wir schon mal was vorbereitet und in feine Streifen geschnitten. Wie das Steak gemacht wird, gibt es auch in einem Clip von uns. Steak Teriyaki Clip verlinke ich auch irgendwo hier unten. Gibt's zu Ja. sehen. Kannst du schon mal testen. Mit Bombe. Und für gut befunden. Ist, wird das jetzt ein Original Philly Philly Steak Wrap? Oder so eure eigene Das Kreation mehr wird, wir oder kochen weniger? online. Kochen online Philly. Kochen online Philly, New Ist es York, Philly, New York? Ja, Also wir haben also schon hier die Barbecue Classic Soße. Wir haben eine Barbecue-Soße hier. Ne? Und wir haben schon, also es geht schon in die Richtung, ne? Es ist alles da, aber es ist natürlich wie bei uns, es ist natürlich ein Kochen online Spezial. Oh nein, jetzt haben wir was für den Zehen drin. Ein Kaugummi? Ah, ich habe auch noch ein Kaugummi drin. Nein, ich habe das Steak hängen. Oh, ja. Das machen wir eine Pause und gehst du mal kurz. Ja, alles gut, du kannst das auch hier online machen. Das passiert beim Steak Sandwich, das muss man wissen, ne? So, also ihr habt gesehen, was es gibt. Wir fangen jetzt auch direkt an. Wir haben Hunger. Wir wollen was essen. Es ist schon spät. Ist immer noch was zwischen den Zähnen. Soll ich mal gucken? Perfekt. So, wir wollen etwas essen, wir fangen an und deswegen macht Indira jetzt den ersten Wrap, würde ich sagen. Ja. Oder das erste Sandwich. Einfach so? Einfach so. Einfach so. Weißt du, wie das geht? Ich stelle jetzt einfach mal mein Wrapping-Talent. Stell doch einfach mal deinen ein. Mach doch jetzt den Indira Steak Wrap. Wie wär's damit? Genau. Mache ich nämlich dann auch nur mit Sachen, die ich mag davon. Kochst du selber auch zu Hause? Magst du das nicht? Doch, doch, ich mag das alles, aber das muss nicht, weiß ich nicht, ob das unbedingt alles rein muss. Ich glaube, wir schauen mal, ja? Mach mal Ich koche einfach. sehr viel zu Hause. Also ich Ja. bin, meine Mutter hat damals, als ich ungefähr 14 war oder so, hat meine Vor Mutter aufgehört 2 Jahren mittags, oder so? ja, vorletztes Jahr hat meine Mutter aufgehört zu kochen und hat gesagt, wenn ihr was haben wollt nach der Schule, dann kocht ihr mit mir, damit wir es halt lernen, weißt du, indische Mama. Also ich habe jetzt mal ganz viel Guacamole, weil das Sehr gut. nämlich mein Favorite ist. Und gesund vor allen Dingen. Gesund ist es auch. Sieht auch sehr, sehr gut aus, ja, hier. Ja. Sehr, sehr gut. So Zeig muss mal. es Das ist doch aussehen. nicht der erste Rap, den du machst, ne? Ha? Das ist nicht der, Nee. du machst das auch öfter. Das ist ne? so. Ja, ihr kennt sich Du auch. machst Ja, das nicht zum Mami. ersten Mal. Wollte ich ja sagen, ich weiß Bescheid. Was du brauchst, wir gehen dir das rüber. Genau, Ja, bleib okay, sitzen. sehr gut. Service, Dann würde ja. ich Ich stehe auf, jetzt ich habe sonst nichts zu tun. erstmal die Tomaten. Tomaten? Brauchst du nicht aufzustellen. Boah, ich wollte auch mal was machen. Ich mache das jetzt einfach Mach mit mit den den, Händen, wie du ja, möchtest. Oder sonst die Inder essen ja auch wollte ich mit den gerade Händen. Und das ist ja auch Fingerfood. Ja, also Mami hat gesagt, weißt du, habe ich dich mit Gabel und Messer auf die Welt gebracht? sagen. Sie hat recht. Ja, richtig so. So, Indira fängt an mit einer Reihe Tomaten. Genau, nicht zu viel. So, dann würde ich jetzt erst schon mal. Fleisch, auf jeden Fall erstmal mit Fleisch loslegen. Erstmal ganz viel Fleisch, dann nochmal Fleisch, dann nochmal Fleisch, dann nochmal Fleisch. Ich weiß gar nicht genau. Ich Guck mache mal, es aber mal so ganz ein bisschen. sorgfältig, ne? Mit ganz mit viel. Ja, ja, weil. Nimmst du die Also, Kamera mal mit? Genau, dann zeigen wir mal, was sie hier macht, wirklich. Ich nehme die genau. mal rum, bitte. Guck mal. Ich nehme auch nicht jedes Stück Fleisch, ich suche Nee, das du suchst aus. dir schon die So schönsten Stücke raus, ne? die Guck dir das mal feinsten. an, alles zart rosa, ne? Aha. So sieht das aus, ja. Hier. So, und dann Was kommt jetzt? kommen Zwiebeln, rote Zwiebeln! Zwiebeln. Die mag ich nämlich auch sehr, sehr gerne. Aber nicht zu viele für den frischen Atem. Einfach nur so ein Ich bisschen habe auch für Kaugummis dabei. Den Ja. Geschmack. Ist bei uns egal. Riecht man nicht im Internet. Dann kommt. Nochmal Fleisch jetzt? Nee, dann würde ich ein bisschen von Kommt dieser lieber Sour richtig Cream Ja, ach so, da muss aber mit oder hier von dem Vanilleeis, ne? Genau, nehmen wir eine Kugel Vanilleeis dazu. Ist nicht euer Nein, Ernst. das ist Frischkäse. Ja, okay, wollte ich aber auch gesagt haben. Das mache ich jetzt nicht mit den Händen, ausnahmsweise.
Ja. Das ist hier schon Foodporn. Ja, das sieht gut aus, ne? Ja, man, dadurch, dass es ja ein Wrap ist und sich das alles eh nochmal verteilt, muss man das ja auch gar nicht... Sieht man das auch später vor allen Dingen nicht mehr. Genau. Alles kaschieren. So, und dann, ich weiß nicht, so, ich finde in so einem Steak-Sandwich, das muss eigentlich gar nicht, ich würde nochmal eine Lage Fleisch... Noch eine Lage Fleisch, hätte ich jetzt auch gesagt, wäre mein erster Vorschlag. Ja, weil zu viel, so, ich rolle so rum, deswegen lege ich das Fleisch auch so rum, damit das sich schön mitrollt. Ja, siehst du, da ist... Voll der Profi, ja, da steckt nichts machen, Plan dahinter. Wollte ich gerade sagen, ey. Und ich persönlich bin so ein Burgeresser, wenn ich Burger esse, wenig Salat, viel Fleisch, Fleisch und Brot. Und deswegen reicht mir das eigentlich auch schon an gesunden Dingen. Es tut mir leid, aber... Die Karotte und der Rest ist draußen. Ich jetzt wird eingerollt schon, ne? So, wird gerappt. Wollen wir ganz kurz sagen, was drin ist? Noch einmal zusammenfassen, okay, bevor du es zusammenrollst. Also du hast jetzt drin Frischkäse. Was? Ich habe eine Base aus Guacamole. Ja. Darauf ein paar leckere, sonnengereifte italienische Tomaten aus dem Süden Italiens. Ja. Eine Lage feinstes argentinisches Rumpsteak, dann ein paar Zwiebeln, rote, ein bisschen Frischkäse, noch ein bisschen Fleisch und das war's. So, jetzt versuche ich das mal irgendwie. Macht man doch eigentlich irgendwie so noch, faltet man rein, das kann ich jetzt nicht so. Macht so ordentlich. So, fertig. Ne? Das sieht gut aus. Fertig, sehr gut. Ja. Kann man das vielleicht zeigen? Unten noch so in eine Serviette einwickeln? Zum also Essen eigentlich so, muss man den jetzt so an. Durch, man muss den anschneiden, ja, damit man. Damit man zeigen kann. Habt ihr auch mal ein anständiges Messer hier? Nee. Was ist denn das hier für eine Kochsendung? Ja, mit so einem stumpfen. Was ist denn das hier für eine Wirtschaft? Ja, ehrlich, Leute, wir essen hier ein bisschen schräg. Geht doch. Oh, guck mal, ey. So, und jetzt zeige ich euch das mal. Ja, so sieht das aus. Alter. Da möchte ich ganz rein mit der Kamera am liebsten. Ja, aber so nah kommt man gar nicht ran, ne? Mit der GoPro. Guck mal, also, oh, so. Wenn das jetzt auch noch so schmeckt, wie es aussieht. Dann? Food Porn. Sodele. Ja. Ja, guck mal hier. Er hat schon Mund voll, er kann gar nicht mehr guten Appetit sagen. Ich sag mal guten Appetit. Guten Appetit. Geil. Dann braucht man den ganzen anderen Quatsch gar nicht. Nee. Viel zu viel wieder. Zu viel Arbeit gemacht. Ne? Das Ding ist, es fällt raus, also es macht den Wrap zu voll, meiner Meinung nach. Ja, wenn man jetzt alles drauf macht. Und viel zu gesund. Obwohl es geil ist, aber ich finde so ein, weißt du, so... Aber wir wussten ja nicht, was du magst. Wir wollten ja alles da haben, zur Sicherheit. Das finde ich sehr geil, also schmeckt mir sehr gut. Das ist eine super Sache. Also ich erkläre einfach mal, warum ich jetzt keine Soßen benutzt habe. Weil ich finde, das überdeckt dann irgendwie den Guacamole-Geschmack und auch den Steak-Geschmack. Und den will ich ja rausschmecken. Und deswegen finde ich das immer, ich finde, das benutze ich nur, wenn irgendwie alles nicht schmeckt. Mhm. Also Guacamole ist dein Ding. Und das übrigens auch, falls ihr den Clip Guacamole selber machen sehen wollt, ich verlinke ihn jetzt nochmal hier unten rechts. Genau jetzt, da. Ja, also, und wenn was übrig bleibt, Guacamole eignet sich auch sehr gut. Ich mache das aber nicht vor als Gesichtsmaske. Das Guacamole Avocado, ist ja sehr fett, genau. Mhm, Vitamin Fett. B. Das kann man auch ganz gut. Mhm. Kannst ja doch einen Beauty-Channel aufmachen. Ja. Und die Gurken kann man auf die Augen legen. Bald gibt es Indiras Kanal. Wir werden ihn auf jeden Fall sofort abonnieren. Bald kommt der Chill-Song. Und irgendwas mit den Habibi-Brüdern kommt auch, ne? Ja, also ganz geil. Heute sind wir hier in Hannover und Hannover ist bekannt für eure Sendung, aber auch für die Habibi-Brüder. Und die haben einen mega geilen Remix gemacht zum Chill-Song. Den haben wir heute gedreht. Losgehen in den iTunes-Store. Genau, geht alle. Geht in den iTunes-Store, kauft den Song. Ja. Im Dezember, wann weiß ich noch nicht, aber ich bin dran. Es läuft auf jeden Fall. Läuft, ne? Machen wir jetzt auch einen, oder? Wir machen jetzt auch noch einen. Wie schön das aussieht. Wunderschön, ne? Ja. So, fertig ist das Stück. Nehmt euch bitte alle eins. Ja, ich hab schon Döner gegessen. Marco, willst du auch mal hier einen?
Du auch? Ja, du auch. Ja, ich auch. Das gibt's doch gar nicht. Ich wusste ja nicht, ne? Schon mal ein bisschen was in den Magen. Ey, so. Mir fällt das Fleisch raus. Das ist auch geil. Und das geht schnell, das geht gut, ne? Ja, ich sag jetzt, soll ich jetzt nämlich einen, pass auf, jetzt verrate ich nämlich einen meiner Tricks. Verrate ich einen meiner Tricks, auf den ich auch mein kulinarisches Imperium aufgebaut habe oder beziehungsweise noch aufbaue. Der Trick ist, egal was man macht, man muss zwei verschiedene Soßen zusammentun. Ja, es ist immer so. Zwei Soßen kombinieren? Du musst einfach immer zwei Soßen kombinieren. Mhm. Ketchup, Senf, Ketchup, Mayo, irgendwie Ketchup, Barbecue, Senf, Barbecue. Du musst immer irgendwie, das macht immer den Kick, wenn du so zwei verschiedene Soßen hast. Und natürlich geil, wenn du eine süße und eine saure oder sowas kombinierst oder eine scharfe und eine, irgendwie, ne? Weißt schon, das gibt den Kick. Der Zauberer verrät seine Tricks auch noch in diesem Video. Mm. Wahnsinn. Sehr lecker. Das ist ja Premium-Content hier wieder. Und auch Premium Sandwich. Ohne Glutamat. Ja. Ja. Ist alles natürlich, ne? Ist alles schmeckt hier wirklich sehr, sehr lecker. Also finde ich. Raw. Erster. Oh. Mm. Bist du denn ausgebildeter Koch oder so? Ich bin tatsächlich. Glaubt man immer gar nicht. Tatsächlich einen Beruf gelernt. Wir sind raus für also heute. Ich bin Fan. Indira ist Fan. Werdet auch Fans. Abonniert jetzt den Kanal. So wie Indira. Die hat schon abonniert, eben auf dem Handy. Das haben wir nachgeguckt, haben wir kontrolliert. Schaltet also auch nächste Woche um 14 Uhr am Sonntag wieder ein, wenn es heißt Kochen online. Yeah.